InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Die Bezirksgruppe Ried des Oberösterreichischen Landesjagdverbandes lud zum alljährlichen Bezirksjägertag in den Keine-Sorgen-Saal. Dieser Bezirksjägertag hat insofern einen Stellenwert, weil es sich um die sogenannte Vollversammlung der Jägerschaft des Bezirkes handelt, die eben nur einmal im Jahr stattfindet, verbunden damit eine Hegeschau, sozusagen, wo alle erbeuteten Trophäen ausgestellt werden und auch die umliegenden Weitkameraden von den anderen Bezirken hierher kommen nach Ried und sich das ansehen, genauso wie wir woanders hinfahren und auch Interesse zeigen. Ich nehme mal an, 99% hier sind Jäger, aber es gibt auch Jägerinnen. Es gibt auch Jägerinnen, selbstverständlich. Wir haben heute sogar eine Jägerin dabei, die im Wuchsgebiet 2, das sind alle 9 Reviere, die an den Kobernasserwald angrenzen, einen besonders guten Bock erlegt hat und dafür eine Auszeichnung erhält, die sogenannte Bronzemedaille. Die Bezirkshauptmannschaft ist ja für die Jäger bzw. zwischen Jägern und Behörden auch eine Schnittstelle. Das ist ganz richtig. Die Angelegenheiten der Jagd betreffen die Bezirkshauptmannschaft. Einerseits haben wir Aufgaben im Rahmen der Vollziehung des Jagdgesetzes. Wir sind also Jagdbehörde auf der einen Seite, wir sind aber auch Forstbehörde. Das heißt, wir haben dafür zu sorgen, dass der Wald sich entsprechend entwickeln kann. Und da gibt es natürlich verschiedene Interessen und wir als Behörde müssen schauen, dass diese Interessen ausgeglichen werden, dass wir Entscheidungen treffen, dass auf der einen Seite die Jagd ausgeübt werden kann nach entsprechenden Grundsätzen. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, dass der Wald sich weiterentwickeln kann. Das ist ja sicherlich nicht immer einfach und manchmal vielleicht sogar emotionell. Ja, das ist richtig. Bei der Jagd ist einfach immer Emotion dabei. Aber ich glaube, ich kann sagen, dass im Bezirk Ried ein gutes Einvernehmen zwischen der Jägerschaft und der Behörde besteht. Das ist auch sehr wichtig. Aber was uns auch noch sehr wichtig ist, dass es ein gutes, konstruktives Klima gibt zwischen den Jägern und den Grundeigentümern. Das ist ja ganz wichtig. Und das ist auf der Ebene der Gemeinde mit den Jagdleitern und den Leitern der Jagdausschüsse. Wird eben versucht, hier einen gemeinsamen Weg zu gehen, dass auf der einen Seite eben die Jagd ausgeübt werden kann, aber doch der Wald auch sich weiter gut entwickeln kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das gelingt uns im Bezirk Ried ganz gut. Eng verbunden sind Forstinspektion und Jägerschaft. Ja, mit dem Forst schaut es im Moment sehr gut aus. Wir haben eine sehr gute Situation, was die Verjüngung betrifft. Das heißt, die Verjüngung ist wenig verbissen von der Rehe. Das hat mehrere Ursachen. Eine Ursache ist, weil viele Rehe geschossen worden sind. Andere Ursachen sind natürlich, dass die Witterung in den letzten Jahren sehr günstig war, dass wenig verbissen worden sind. Insgesamt ist das eine sehr erfreuliche Situation, die gut ist für die Bauern. Und eigentlich auch für die Jäger befriedigend ist, weil es keine Schwierigkeiten mit den Grundbesitzer gibt. Und für uns damit die Arbeit auch leichter und angenehmer wird. Die wesentlichen Themen sind jetzt mit den Vogelschutzrichtlinien, mit den Krähen und Elstern, Fang, die was den Bezirk jetzt ein bisschen beschäftigen, weil ja diese geschützt sind, die sind im Naturschutz. Wir sind auch vorbereitet, dass wir diesen Krähenfang, die was uns zugeordnet sind, auch erlegen werden. Wie viele Jäger gibt es nun im Bezirk? Im Bezirk haben wir 867 Jagdkartenbesitzer. Wie sieht es mit den Jungjägern, mit dem Nachwuchs aus? Mit dem Nachwuchs geht es jetzt wieder ein bisschen bergauf. Ein paar Jahre haben wir nur mehr 7 bis 8 Jungjäger gehabt bei den Kursen und heuer haben wir 23. Die Ausbildung der Jungjäger war bei diesem Bezirksjägertag ebenfalls ein aktuell angesprochenes Thema. Wir wollen eine bessere Jagdausbildung noch machen, besser als in der Vergangenheit. Wir wollen Ökologie, Wildkunde, Lebensraumverbesserung, wollen wir verstärkt Landwirtschaft, wollen wir verstärkt in die Jagdausbildung hineingeben. Gibt es da auch Kooperationen mit anderen Institutionen und Organisationen? Jede Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, zum Beispiel Tourismus, Alpenverein, ist für beide Seiten notwendig
und hilfreich und wichtig. Für Landeshauptmann Dr. Josef Püringer sind die Besuche bei seinen Naturmanagern, den Jägern, wichtige Termine. Bezirksjägertage sind sehr wichtig, denn zum ersten erfahre ich vor Ort, wo es in der Jagd Probleme gibt, wo der Schuh drückt. Ich erfahre die regionalen Besonderheiten, denn die Jäger sind sehr wichtig in der Gesellschaft. Sie sind im Naturmanagement, sie sind draußen beim Wild und in der Natur. Sie gestalten sehr wesentlich die Natur mit. Und ich möchte Ihnen bei diesen Jägertagen auch meinen besonderen Dank dafür aussprechen. Es gibt momentan sehr viele Probleme für die Jäger. Sie werden auch auf den Tisch gelegt. Wie kann sich die Politik auf Landesebene hier mit einbringen? Auf der Landesebene haben wir die wenigsten Probleme. Probleme macht die europäische Gemeinschaft. Und hier müssen wir geeint und stark auftreten. Jagd ist Landessache. Und da darf es von oben, auch von der EU, nicht zu viele Einmischungen geben. Wir fordern, dass Traditionen anerkannt werden. Wir fordern Gespür und Hausverstand, wenn man Regelungen für die Jagd in Brüssel festlegt. Wenn viele Jäger zusammenkommen, gibt's viel zu besprechen und zu diskutieren. Der Austausch von Erfahrungen ist natürlich auch ein Zweck der Bezirksjägertage. Es ist ein Anlass, wo man sich informiert und wo man auch wieder andere trifft und ja, für das nächste Jagdjahr sich wieder Informationen holt. Naja, man muss halt mit den Leuten viel reden und erklären, weil es ist ja nicht mehr so. Man muss ja die Tiere auch füttern im Winter, das ist auch viel Arbeit und schauen, dass die in Einklang mit der Natur geht. Es muss auch was geschossen werden, aber es ist nicht die Hauptarbeit der Jäger, sage ich einmal. Und funktionieren tut es, wenn man mit den Leuten redet. Ja klar, tauscht man sich aus mit den Kollegen. Also, man muss ja wissen, wie der derzeitige Stand ist, was es Neues gibt, was war und wie es weitergehen wird. Was sind für Sie als Jäger jetzt die wesentlichen Themen, mit denen Sie beschäftigt sind? Also ich bin einmal neugierig, was von Brüssel wieder kommen wird. Die wollen uns ja überall in die Jägersuppe reinspucken, sage ich jetzt einmal so. Weil das Jagdgesetz ist ja ein Landesgesetz und kein internationales Gesetz. Und das soll auch so bleiben? Soll auch so bleiben, weil jede Region anders zu behandeln ist. Eines ist ganz deutlich klar geworden. Aus einem Kobernauser Waldbock kann auch mit dem besten Jägerlatein keine EU-Wildsau werden.